Ja, hallo, liebe Kongressteilnehmer des Online-Symposiums zum Thema Krebs von Dr. Dietrich Klinghardt im schönen Klottertal. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag Integrative Onkologie. Ich habe ja sozusagen ein Heimspiel heute hier. Wir sind zwei Täler südlich des Klottertals im schönen Münstertal seit 15 Jahren niedergelassen. Meine Frau und ich. Und wir haben zunächst 10 Jahre hausärztliche Versorgung gemacht, Regelversorgung bis 2015. Und seit 2015 haben wir eine Praxisklinik, also eine Tagesklinik für Regulationsmedizin, für integrative Onkologie. Und das soll auch der Inhalt des Vortrags heute sein. Integrative Onkologie, wann sind alternative Wege sinnvoll? Wann muss man sich vielleicht auch Rat eines Onkologen holen? Ich möchte zu zwei Themen heute Bezug nehmen, zum Thema Chemotherapie, also zum einen die insulinpotenzierte Chemotherapie und zum anderen die Albumin-Carrier-Therapie mit Methotrexat. Chemotherapie ist jetzt wahrscheinlich nicht so das Hauptthema bei den Klinghardtianern, aber manchmal haben wir einfach die Erfahrung gemacht, also 2015, 16 hätte ich nie gedacht, dass wir jemals, also ich habe immer gesagt, das Zeug kommt mir nicht ins Haus, ne? Aber manchmal hat man halt doch Situationen, wo wir einfach froh sind, den Patienten, wenn schon Chemotherapie, dann wenigstens einfach eine gut verträgliche Low-Dose-Chemotherapie anbieten zu können und da einfach nochmal Stabilität der Tumorsituation schaffen zu können. Genau, Hyperthermie machen wir auch, das ist immer in Kombination. Und ich möchte jetzt erstmal ein bisschen durch den Vortrag durchlenken. Erlauben Sie mir ein paar Gedanken zum Thema Onkologie. Radioonkologie zur Zusammenarbeit, die ja nicht immer einfach ist. Meine Frau und ich waren beide in der Onkologie, in der Klinik für Tumorbiologie hier in Freiburg, Anfang der 2000er. Also wir kennen auch so die andere Seite noch sozusagen, die normalen Chemos. Und ja, jetzt hat sich das so seit ja, eigentlich 10 Jahren entwickelt, dass wir eben da Menschen auch komplementär-onkologisch begleiten. Die Komplementär-Onkologie, biologische Onkologie, baut sich immer auf den Besonderheiten des Tumorstoffwechsels auf den Unterschieden zwischen den Tumorzellen und den gesunden Zellen. Und von daher haben wir eigentlich eine ganz zielgerichtete Therapie, so auch die zwei Chemotherapien, die ich da vorstellen möchte. Natürlich, unser Herz ist die biologische Krebstherapie, die wir immer zunächst machen und machen eigentlich die anderen Therapien nur add-on, wenn es irgendwie auch sein muss. Ne? Regulationsmedizin sollte aber auch immer dabei sein, da komme ich dann am Schluss drauf, weil nur gegen Krebszellen schießen ist definitiv keine gute Idee. Wir brauchen immer eigentlich, so müssen wir den ganzen Körper auch im Blick haben, Immunsystem natürlich sowieso, aber auch die anderen biologischen Systeme. Sehr gut ergänzen lassen sich alle Therapien mit der Hyperthermie. Da sind wir froh, dass wir beide Hyperthermieverfahren anbieten können. Siddi hat mich gebeten, noch zu den zirkulierenden Tumorzellen was zu sagen und zum Follow-up. Wie können wir einfach sehen, ob wir noch richtig sind auf diesem Weg der Therapie? TKT1 soll noch zur Sprache kommen. Und ja, obwohl ich da natürlich Ihnen nichts Neues erzählt zum Thema Psyche, das ist ja ein ganz zentraler Punkt auch überhaupt in unserer Betrachtungsweise der Medizin, möchte ich trotzdem noch ein paar Worte auch aus meiner Sicht dazu sagen, um das ein bisschen abzurunden. Wir starten mit einem ganz schrecklichen Bild, leider muss ich Sie da ein bisschen schockieren. Dieses Bild habe ich ausgesucht, weil die Patienten ja zu uns kommen und sagen erstmal, also ich war in der Uniklinik, und das geht ja gar nicht. Die Ärztin war total unfreundlich. Und Chemotherapie mache ich nicht. Und ich lasse mich auch nicht operieren. Und ich lasse mich nicht bestrahlen. Ich will ihre biologische Tumortherapie machen. Das ist viel besser. Und ich habe auch schon gehört, dass es alles so schlimm sein soll. Diese Patientin war vor 4 Jahren bei uns. Und da muss ich einfach nochmal auch sagen, die war lange vorbehandelt mit sehr milden Therapien, ein bisschen Vitamin C, ein bisschen DMSO. Ernährungsumstellung, die dann alles bringen sollte und so weiter. Und ich zeige diese Patientin deswegen, weil wir uns auch immer wieder klar machen müssen, dass wir auch nicht die einzigen Heilsbringer sind, dass eben, ja, wenn die Leute wirklich gar nicht operiert sind oder keinen Schulonkologen gesehen haben, teilweise ahnungslos irgendwo begleitet durch einen wohlwollenden Therapeuten in absolute
schreckliche Situation auch reingehen können. Also diese Patientin hat nicht mehr meditiert, aber auch egal, was sie isst, sie war Alkoholikerin. Und so viel Leid, muss ich sagen, habe ich zu meinen Zeiten, als ich noch in der Schulonkologie unterwegs war, nie gesehen. Also mit der konnte man sich gar nicht in einem Raum aufhalten, weil das so schrecklich war. Das heißt, wir müssen immer auch sehen, wie können wir das Tumorgeschehen kontrollieren? Ist da nicht doch mal eine Operation sinnvoll? Das hätte der Patientin jetzt vielleicht initial doch helfen können. Und mein Motto ist immer so ein bisschen, das eine tun, das andere nicht lassen. Was können wir den Patienten wirklich anbieten? Wo ist es sinnvoll? Und wo ist es eventuell auch sinnvoll, andere Therapien oder klassische Therapien eben zu machen? Was bedeutet Patientenwunsch? Die Patienten wollen viel, vor allem wenn sie Angst haben am Anfang. Das heißt, die kommen her und sagen, lehnen alles ab und wollen eben nur das, wie gut sind sie wirklich informiert. Was sagen die Angehörigen? Gestern war eine Patientin da, die Tochter ist Neurologin, die muss mit ins Boot. Ansonsten haben wir nur Stress und das haben wir so oft schon erlebt. Das heißt, wir brauchen viel Zeit für diese Patienten auch am Anfang. Unsere Pflicht ist es definitiv auch über das gesamte Spektrum der Onkologie aufzuklären. Was haben Sie für Chancen bei uns? Was haben Sie für Chancen in der klassischen Onkologie? Und womit müssen Sie auf beiden Wegen rechnen? Unsere Patienten müssen sich beim Onkologen vorstellen, definitiv. Und wir müssen auch die wichtigsten Angehörigen einfach zu dem Thema hören, machen auch einen schriftlichen individuellen Therapievertrag mit denen und nehmen uns da eben viel Zeit. Und dann können wir wirklich auch loslegen und haben dann eigentlich wirklich auch eine gute Beziehung zu denen. Kurz zur klassischen Onkologie aus meiner Sicht. Es gibt ja auch Vorteile in der Onkologie. Die haben die Daten, das muss man einfach sagen. Die wird natürlich von den Pharmakonzernen auch gesammelt. Damit erschlagen sie uns ja immer argumentativ, dass wir eben die Daten nicht haben. Daten ist heute die Macht und da muss man sagen, wenn einer das möchte, dann muss er sich halt woanders behandeln lassen. Wir haben eben die Erfahrung aus der Erfahrungsheilkunde heraus, was ja auch gut ist, aber die Datenlage spricht natürlich für die Schulonkologen. Auch die haben ihre Erfolge, zum Beispiel beim Lymphom, zum Beispiel beim Hodenkarzinom. Weiß ich jetzt nicht, wenn ein junger Mann da sitzt und sagt, er will sich mit Amygdalin B17 behandeln lassen. Das würde ich jetzt primär nicht machen. Aber das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Es wird natürlich wahnsinnig viel auch in die Forschung investiert, da vor allem im Bereich der Immunonkologie, also mit den Checkpoint-Inhibitoren und im Bereich der Targeted Therapy. Ich werde auf beides kurz eingehen. Ich finde einfach wichtig, dass auch wir, die wir eben alternativ und komplementär beraten, einfach dann grob auch einschätzen können, wie die Vorschläge eigentlich vom Tumorboard zu werten sind. Auch hier gibt es Fortschritte. Ich bin mittlerweile ganz begeistert eigentlich auch von den Fortschritten im Bereich der Radioonkologie. Also das ist wie beim Computer oder beim Handy. Also die Kisten sind halt heute besser als 2013 und da lohnt es sich auch wirklich, mit Leuten zu kooperieren, die wirklich gute Geräte haben und sich da auch Zeit nehmen. Also wir haben eine ganz hervorragende Kooperation mit München, mit dem Strahlenzentrum in München. Und ganz nette junge Ärzte mit den besten Geräten. Und auch das kann gut funktionieren. Das sind reine Schulmediziner. Ne? Und die schätzen aber unsere Arbeit und das freut uns auch sehr. Natürlich haben wir auf der Negativseite auch viele Argumente gegen die Schulmedizin. Das steht natürlich außer Frage. Wir haben die massive Toxizität, die ich gleich eingehen werde. Wir haben Organstörungen und insgesamt kann man sagen, je länger die Krankheit eigentlich schon besteht, je fortgeschrittener wir sind, wenn wir das zweite, dritte, vierte Rezidiv haben und die dritt-, viert-, fünftlinien-Chemotherapie von der Uniklinik vorgeschlagen wird, desto größer werden eigentlich unsere Argumente, anders zu behandeln. Und vor allem, wenn es natürlich auch um die Palliativsituation geht, wenn die Patienten kachektisch sind, wenn sie psychisch niedergeschlagen sind, dann sind natürlich auch diese familiäreren Konzepte in so kleinen Praxen und Tageskliniken natürlich nochmal ein großer Vorteil, auch von der Führung der Patienten. Hier möchte ich kurz mal so auf so ein Horrorbeispiel der Schulmedizin eingehen. Bauchspeicheldrüse, Pankreaskarzinom. Ja, also wenn solche Zahlen natürlich vorliegen, da haben wir natürlich auch was dagegen zu bieten. Also so schlecht fahren die Leute nie bei uns. Ne? Nach einem Jahr
leben durchschnittlich noch 33% der Patienten mit metastasiertem Pankreaskarzinom. Nach 2 Jahren sind es nur noch 17, nach 5 Jahren will man gar nicht mehr hingucken. Und dann werden in den Kongressen werden ja dann immer diese Vergleiche der einen Chemo mit der anderen und so weiter. Zwischen diesen, und das ist dann evidence-based, ne? Das ist dann hochsignifikant, Hazard Ratio 0,72, hört sich alles ganz toll an. Wenn man es ganz genau anguckt, hat der Patient unterm Strich noch nicht mal 8 Wochen Zeit gewonnen in seinem Leben. Ne? Das heißt, Lebensqualität durch Hinzunahme von Abraxane ist jetzt natürlich auch die Frage, wie stark die dann noch eingeschränkt wird. Also da kann man, die Fliege mag nicht, da kann man sicherlich viel andere Alternativen anbieten, um den Leuten dabei bessere Lebensqualität, auch längere Lebenszeit zu schenken. Zur klassischen Tumortherapie, zur klassischen Chemotherapie möchte ich auf Folgendes hinweisen. Diese Tumorknoten, die bestehen ja auch nicht nur aus Tumorzellen, sondern es ist ein ganzes Mikro-Environment aus Tumorzellen, aus Bindegewebszellen, aus Immunzellen, und da haben wir innerhalb dieses Konglomerats haben wir erstens mal durch die gestörte mitochondriale Funktion, haben wir eine starke Laktatbildung, wir haben eine Bildung eines sogenannten Säureschutzmantels mit großen Problemen, wie ich nachher noch darauf eingehen werde, und wir haben einen hohen Innendruck im Tumor, wir haben einen Sauerstoffmangel. Das heißt, um die Chemotherapie, eine klassische Chemotherapie, überhaupt erstmal in die Nähe der Tumorzelle zu bringen, also an den Tumorknoten dran und in den Tumor rein, in den Knoten rein, dafür sind einfach unsinnig hohe Dosen nötig im Normalfall, wenn man da nicht mit Tricks arbeitet, mit biologischen Carrier-Funktionen, wie das eben im Rahmen von Insulin und auch dieser Albumin-Carrier-Therapie gemacht wird. Mit den entsprechenden Nebenwirkungen natürlich in der klassischen Chemotherapie. Die Toxizität ist so hoch, dass sie dann ja teilweise nur alle 3 Wochen behandeln können. Da frage ich mich, ja gut, die Chemo, die wirkt 2 Tage und dann ist 20 Tage gar nichts. Also da werden natürlich auch nicht alle Zellteilungszyklen erreicht, weil nur da greift ja die Chemotherapie. Das heißt, wir haben das Riesenproblem, dass wir viel zu viel Tox haben und viel zu wenig Wirkung eigentlich auf der anderen Seite. Kurz zum Durchbruch: Immuntherapie, Checkpoint-Inhibitoren. Das wurde ja wahnsinnig gehypt, so vor 5, 6, 7 Jahren. Es wird schon deutlich ruhiger. Trotzdem bin ich immer wieder überrascht, wie dann trotz eigentlich sehr dünner Datenlage am Ende in der Palliativsituation dann immer noch mal die 100.000 Euro Therapie gezückt wird. Aber gut. Es gibt dann halt marginale Vorteile und dann hat man nichts anderes und dann macht man das, obwohl es eben aus unserer Sicht auch andere Optionen gäbe. Kosten will ich gar nicht drauf eingehen, aber auch die haben nur 25% Ansprechrate überhaupt über alle Entitäten drüber. Das heißt, da ist das Melanom drin, ne? Das heißt, es wird ja dann auch bei anderen Tumorentitäten da gewählt, diese Option, obwohl eigentlich nur ein wirklich minimaler Benefit zu erwarten ist. Also insgesamt profitieren davon eigentlich sehr wenig. Als ich in der Onkologie war, Anfang der 2000er, waren wir wirklich alle total begeistert. Damals war ich ja noch richtiger Schulmediziner, also ein richtiger Arzt sozusagen. Und da habe ich dann wirklich das auch gefeiert, hier mit diesem Gleevec damals. Ich weiß nicht, ob es jemand von Ihnen erinnern kann. Jeder hat gedacht, naja, also Brustkrebs und Darmkrebs, das gibt es alles gar nicht mehr, sondern wir haben dann diese Oberflächenmarker und die Pharmaindustrie bastelt uns da irgendwo einen Antikörper drauf und damit ist die Kiste durch. Ne? Und man war so begeistert von dem Thema und von den Erfolgen von Gleevec, dass man den Cancer Genome Atlas 2006 ins Leben gerufen hat. Er sollte praktisch die Mutationen kartieren und den einzelnen Tumorentitäten zuordnen. Und das Ergebnis war extrem enttäuschend. Man konnte also pro Tumorentität höchstens, glaube ich, 17% Übereinstimmungen finden. Das war mal das eine Problem, dass auch gar nicht immer die gleichen Mutationen beim Tumor da waren. Das heißt, und dann innerhalb der Tumorentität war es dann auch noch so, dass dann, wenn unterschiedliche Metastasierungen da waren oder Primärtumor-Lebermetastasen, dass da auch wieder unterschiedliche Mutationen da waren. Sogar innerhalb eines Herdes hat man bei unterschiedlichen Zellen unterschiedliche Mutationen gefunden und dann natürlich im Krankheitsverlauf. Das heißt, diese Idee, ich kenne
praktisch den Signalübertragungsweg, den ich da irgendwie blockieren muss, und da kann zielgerichtet darauf eine Therapie setzen. Das war ein schöner Gedanke, aber hat sich eigentlich überhaupt nicht so dann letztendlich in die Realität umsetzen lassen. Die Erwartungen wurden also nicht erfüllt. Es war extrem schwierig, die Targets überhaupt zu definieren und darauf ein Design von Medikamenten zu konstruieren. Diesen Herrn kennen Sie alle, das ist der James Watson, der Mr. Genetics sozusagen, der Erfinder der Alpha-Doppelhelix. Ein absoluter Genetiker. Ne? Also für den gibt es nur Molekularbiologie. Und der kam dann schon 2009, das ist schon vor 12 Jahren, hat man eigentlich schon, ist er vor die Presse gegangen, hat gesagt, dieses ganze Cancer Genome Atlas, das war eigentlich ein Flop. Er hat es natürlich ein bisschen anders ausgedrückt, gesagt, naja, ein Wundermittel haben wir nicht gefunden, ne? Diplomatisch, und hat dann uns eigentlich allen auf den Weg gegeben, das, was wir ja schon in der Erfahrungsheilkunde eigentlich schon immer machen, guckt nicht so sehr auf die Genetik, guckt auf die Zelle, auf die Biochemie, auf die Chemie, guckt auf die Mitochondrien, und der Tumorstoffwechsel ist eben im Fokus. Er sagt, wir waren jetzt lange am Start hier, die Molekularbiologen, alle haben gedacht, wir können das Problem lösen, und es ist nicht so. Und das sagt wirklich der Kopf dieser ganzen Bewegung. Realität ist, die Pipelines waren voll. Damit verdient man das Geld. Und heute, neulich war ein Gutachten zu meiner Therapie, da hat er gesagt, ja Gottes Willen, was ihr da, Chemo macht ja sowieso keiner mehr, wir machen ganz schicke Targeted Medicine. Das heißt, die Medizin ignoriert das. Das heißt, es wird einfach immer weiter so gemacht mit diesen IMIPs und IMAPs und so weiter, obwohl wir einfach ganz klar auch sehen, ein paar Monate Benefit, aber so wirklich langfristig der Erfolg ist dadurch auch nicht zu sehen. Hier zwei ganz spannende Versuche. Und zwar hat man zum einen aus einer Krebszelle die DNA rausgenommen, also die Information, die eben die böse Information Krebs auch trägt, und man hat diese Krebsinformation in eine gesunde Zelle implementiert, deren Zellkern man vorher entfernt hat. Okay, DNA, Krebs-DNA in der Zelle, also alle haben Krebs. War überhaupt nicht so. 1,4% der Mäuse, die damit infiziert wurden, die das injiziert bekamen, haben überhaupt nur Krebs bekommen. Das heißt, die DNA hat da jetzt gar nicht so wahnsinnig viel ausgemacht. Andersrum hat man die gesunde DNA aus einer gesunden Zelle entfernt, hat sie in eine Krebszelle, deren böse DNA man entfernt hat, eingeschleust. Ja, und der Krebs ist geblieben. Das heißt, die DNA, die Genetik scheint gar nicht das Hauptproblem zu sein, sondern eben alles, was sonst noch so unterwegs ist im Zytoplasma, Mitochondrien und so weiter. Und das stützt natürlich unsere These, dass Krebs primär eine mitochondriale Erkrankung ist und eine Stoffwechselerkrankung, und dass wir lange, lange, lange bevor Krebs entsteht, eigentlich schon in der Regulationsmedizin Signale sehen, zum Beispiel im Rahmen der mitochondrialen Dysfunktion, die wir behandeln können, was ich eigentlich total faszinierend finde. Genau, Störung der Oxfos, das kennt jeder, vermehrt Laktatbildung. Laktat wird natürlich auch von der Krebszelle missbraucht, um die Matrix zu destruieren, um Wachstum, Metastasierung voranzutreiben. Und der Zuckerbedarf ist natürlich riesig, weil dieser Weg, dieser nicht mitochondriale Stoffwechselweg, natürlich wahnsinnig viel Energie verbraucht. Und von daher braucht die Zelle Glucose, sie braucht auch Proteine, und das sind die Punkte, die wir dann auch später ansetzen. Also wenn wir den Stoffwechsel in den Fokus unserer Therapie ziehen, dann haben wir einfach mal so verschiedene Ansatzpunkte herausgearbeitet, wo wir logisch, also biologisch arbeiten können. Das eine wäre der Warburg-Effekt selber, also dieser Säureschutzmantel. Das andere wäre der erhöhte Zuckeruptake, und das dritte wäre der erhöhte Verbrauch von Eiweiß, vor allem Albumin.
Beta-Oxidation kann die Tumorzelle natürlich auch, wenn das Fuel switcht, das ist also auch naiv zu denken, dass man sich ketogen ernährt und der Tumor kann dann irgendwie das andere gar nicht mehr verwerten. Das ist leider Gottes aus meiner Sicht nur kurzfristig so. Genau, man kann da sicherlich was unterstützen, aber der alleinige Heilsbringer ist aus meiner Sicht diese Ernährungsform langfristig nicht. Und dann natürlich noch die Hyperthermie setzt natürlich auch im Bereich des Stoffwechsels an. Konzentrieren wir uns mal auf den Warburg-Effekt. Da gibt es zwei Substanzen, die wir ganz regelmäßig einsetzen. Das erste ist Prokain. Da muss ich natürlich sagen, Eva und ich sind beide, also meine Frau und ich, leidenschaftliche Neuraltherapeuten. Ohne Prokain kommt bei uns keiner in die Praxis und verlässt sie auch nicht mehr. Also das ist ganz klar, dass wir das einsetzen, in dieser Form für die Matrix besonders geeignet ist das Procluster-Prokain, ein nicht saures Prokain. Das ist primär direkt mit dem Bicarbonat verklastert und wird dann praktisch erst in der Matrix ausgepackt und kann dort diese neutralisierende Wirkung auch ausüben. Prokain selber hat wahnsinnig viele, hier sind nur ein paar genannt, wahnsinnig viele wirklich sehr, sehr günstige Effekte auf die Regulation des Menschen. Es ist antiinflammatorisch, IL-1, 6, TNF-alpha, löst die Apoptose aus, ist antimitotisch, ja, aktiviert Tumorsuppressor-Gene, auch für die Matrix, dass überhaupt unsere Medikamente irgendwo ankommen. Ne? Diese ja, verschlackte, hätte man vielleicht früher gesagt, Matrix wird wieder in den physiologischen Soul-Zustand überführt vom Gel-Zustand. Und das ist was uns natürlich in der Therapie wahnsinnig hilft. Dichloracetat setzt jetzt direkt im Bereich der Laktatdehydrogenase an, die da angekurbelt wird. Das heißt, der mitochondriale Stoffwechsel, die Atmungskette wird angekurbelt und dadurch können zwei Dinge passieren. Entweder die Zelle entscheidet sich dann doch wieder für einen besseren Weg oder sie findet den Weg in die Apoptose, weil dafür sind die Mitochondrien ja auch zuständig, diese einzuleiten. Glykolyse ist unser Ansatz, also die erhöhte Zuckeruptake ist unser Ansatz für die IPT-Chemotherapie, insulinpotenzierte Chemotherapie, ist auch die Rationale dafür, dass wir kohlenhydratarme Kost empfehlen. Intervallfasten, Fasten ist sowieso was sehr Gesundes, da erzähle ich niemandem was Neues, aber eben auch im Rahmen der Chemotherapie, wie wir gleich sehen würden. So, jetzt zum ersten Kernthema, insulinpotenzierte Chemotherapie. Warum macht man das? Es gibt eine Überexpression von Insulinrezeptoren und IGF-1-Rezeptoren, also Insulin-like Growth Factor 1-Rezeptoren um den Faktor 5 circa. Das heißt, eine Tumorzelle braucht so viel Zucker, dass sie ungefähr 5-mal, 3-bis 8-mal so viel, je nach Tumorentität, Insulinrezeptoren exprimiert. Und das ist natürlich, also Insulin ist ein Carrierstoff, nicht nur für Zucker, sondern für alle Stoffe, die ich gebe. Also ich kann alles durch Insulin sozusagen besser in die Zelle, in die betroffene Zelle einschleusen, auch zum Beispiel eben eine Chemotherapie. Das nächste ist, dass Insulin eben auch die Toxizität der Chemotherapie im Tumor deutlich erhöht und dass Insulin die Zellteilungsaktivität ankurbelt. Also doppelt so viele Zellen, 36% oder 37% der Brustkrebszellen in einem Versuch waren in der Synthesephase, also sozusagen kurz vor der Replikation. Und das ist natürlich auch gut, weil in der Phase, wo der Tumor sich nicht teilt, können wir ihn natürlich mit der Chemotherapie auch nicht erreichen. Da das Gleiche nochmal grafisch dargestellt, die Krebszelle, 5-mal so viel Insulinrezeptoren, IGF-1-Rezeptoren im Vergleich zur gesunden Zelle. Wir senken mit ein paar Einheiten Insulin den Blutzucker ab und geben teilweise 20%, wenn wir vorsichtiger sind, etwas weniger. Im Moment habe ich mich jetzt hinreißen lassen für eine neoadjuvante Chemotherapie, was ich extrem ungern mache, aber die Patientin hat darauf bestanden, da gehen wir sogar jetzt höher rein, ne, dass man sogar versucht, die Toxizität in der
Tumorzelle deutlich höher zu setzen, als also durch den Faktor 5 natürlich. Also da gehe ich so mit 30-40% rein, habe dann rein rechnerisch eigentlich bis zu 200% in der Tumorzelle und 30-40% eben in der normalen Zelle. Das ist immer noch tolerabel, zumindest mal für den Anfang. Aber da ja, könnte man natürlich viel forschen zu dem Thema, was leider nicht gemacht wird. So sieht ein Insulinrezeptor aus. Das ist ein elektronenmikroskopisches Bild, jetzt ganz aktuell, 2018 in Cell Biology publiziert. Das heißt, wenn Insulin kommt, wird er wie so ein Kanal und darüber können dann eben auch Therapien oder eben Zucker eingeschleust werden. Dieser Herr, Dr. Donato Perez Garcia, der Dritte, ist, sie haben alle drei gleich geheißen. Der Erste hat diese insulinpotenzierte Chemotherapie erfunden, praktisch als Insulin auf den Markt kam in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts und hat damit Syphiliskranke behandelt mit einer quecksilberhaltigen Verbindung und hat praktisch das Insulin als Zellöffner, als Wirkverstärker benutzt. Und das war schon noch sehr abenteuerlich damals. Also wir spritzen so zwischen, je nachdem wie der Zucker ist, zwischen 4 und maximal 7, 8 Einheiten Insulin. Und damals wurden also bis zu 100 Einheiten gespritzt. Man hat ja dann auch kein Blutzuckermessgerät, das heißt, hat auch keiner gemerkt, wie viel Zucker da Blutzucker dann letztendlich noch da war. Auch das haben die meisten Menschen überlebt. Und ich sage immer Methode Mexican, aber heute machen wir das schon ein bisschen zielgerichteter oder sehr viel zielgerichteter. Das läuft eigentlich nach einem ganz, ganz engen Schema ab und ist vollkommen ungefährlich. 40er Jahre erste Anwendungen mit Chemotherapie, als die Chemotherapien eben kamen. Ich glaube, das war so Mitte der 40er Jahre, hat man mit den ersten Chemotherapien angefangen. Das war dann der Vater von ihm. Und seit dem Jahr 2000 macht er Nummer 3 dann praktisch die Ausbildung IBT weltweit mit dem Sitz in Tijuana. Vormedikation brauchen wir auch. Ein bisschen Fortikatin brauchen wir, um die Resistenzentwicklung zu unterdrücken. So wird es zumindest gelehrt, dass wir praktisch den Körper in der Situation ein bisschen einlullen, dass er nicht irgendwo anfängt, stark zu reagieren und sich gegen Strategien gegen die Chemotherapie überlegt. Also deswegen brauchen wir auch ein bisschen Cortison. Ja, Übelkeit macht das auch. Meistens reicht MCP, wobei wir in letzter Zeit oft auch das Zofran dazu nehmen. Dann kommt der Bolus, 5, 6, 7 Einheiten Insulin als Bolus und das dauert dann je nach Patient so eine halbe Stunde, 20 Minuten, 30 Minuten, bis die ganz langsam in den Zielbereich 40, 50 sowas Blutzucker runtergehen. Sie spüren etwas Müdigkeit, sie schwitzen. Das ist fast schon wie so ein leichter Trance-Zustand. Also wir nutzen das teilweise auch so ein bisschen für Suggestionen oder so. Die sollen dann auch mal in so eine Art Kurzmeditation gehen. Das wird da eigentlich, ist da eigentlich so, man ist eh schon so müde und ein bisschen in einer anderen Welt. Und wenn man da fördernde Gedanken, was sein Immunsystem angeht oder Visualisierungen hat, schadet das mit Sicherheit nicht. Genau, je nachdem, was wir für eine Chemotherapie geben, müssen wir auch schon ein bisschen früher anfangen. Wenn die natürlich eine Viertelstunde läuft, dann, sonst rennt uns der Zucker nachher davon nach unten. Und abgeschlossen wird das Ganze eben über eine Glukoseinfusion, die danach gegeben wird, um sozusagen die Therapie in die Tumorzelle reinzudrücken. Also das brauchen wir unbedingt. Und die Krankenschwester ist permanent dabei. Es ist eine sehr, sehr intensive Betreuung, bis wirklich alles, der Zucker wieder ganz oben ist, dauert das ungefähr eine Stunde. Genau. Vor- und Nachteile, ist hervorragend verträglich. Die Patienten sind so 1-2 Tage ein bisschen schlapp, das war es dann aber auch. Wir können wöchentlich behandeln tatsächlich, wenn wir das wollen, wenn wir intensiv behandeln wollen, sogar 2-mal die Woche, wenn der Kittel brennt sozusagen, wir einfach eine Kontrolle brauchen, dann kann man auch mal mehr Toxizität bringen über den Weg und ist trotzdem noch sehr gut verträglich. Man kann es lang geben, das längste stabile Phase mit einer Kombination war fast ein Jahr. Wirklich, man muss sagen, diese Therapieform der Patientin ein Jahr geschenkt. Es ist auch sehr gut als integrative
Methode als Add-on zu einer biologischen Therapie auch einsetzbar. Negativ gibt es eigentlich nicht so viel. Ich habe jetzt mal ein paar Sachen geschrieben, aber Zeit und Betreuung ist ja eigentlich nichts Negatives. Also wir schenken den Patienten auch wirklich viel Zuwendung. Ne? Also das wird eigentlich als sehr positiv empfunden. Aber klar, uns kostet es Zeit, aber das machen wir auch gerne. Die Kosten sind eigentlich gar nicht so hoch. Ne? Also wenn man jetzt noch rechnet, dass die Chemotherapie ja nur 20% kostet, also man kann so 400, 500 Euro, glaube ich, pro Mal rechnen insgesamt mit allen Infusionen drumherum, auch den ganzen praktisch Materialkosten, finde ich, ist jetzt noch machbar. Also gut, die Chemo kommt da noch oben drauf, aber ja, Resistenzentwicklung ist natürlich keine Erfindung der IPT-Chemotherapie, das gibt es bei jeder Chemo. Aber natürlich haben wir das auch. Ne? Also Platin zum Beispiel ist ja bekannt, dass die Leute irgendwann platinresistent sind. Und natürlich wieder mal die Datenlage. Ne? Wir können natürlich nie irgendwo auch eine Versicherung beweisen, dass das irgendwie eine Wirksamkeit hat. Wir können es nur beobachten, wir können Parallelfälle zeigen, wie der Tumormarker runtergegangen ist. Aber es gibt natürlich auch keine Langzeitbeobachtungen. Es ist ein sehr, sehr individuelles Verfahren. Wir lassen uns das eben auch im Rahmen eines individuellen Heilversuchs dann auch so unterschreiben. Professor Michalsen, wollte ich kurz noch darauf eingehen, hat uns sehr da unterstützt mit seiner Studie zum Thema Fasten, Intervallfasten und Chemotherapie. Empfehle ich eigentlich immer, bei fitten Leuten zumindest, dass die höchstens noch frühstücken am Tag davor, dass wir wenigstens die 24 Stunden haben. Manche sind auch so fortgeschritten im Fasten oder Kurzzeitfasten, dass sie eben dann schon den ganzen Tag davor nichts essen, also 36 Stunden Fasten. Die Leute kommen besser durch, muss man sagen. Wir haben weniger Nebenwirkungen, sogar weniger Nebenwirkungen im Bereich des Blutbilds, auch weniger Müdigkeit. Also das ist toll. Genau. Dann muss man noch sehen, dass diese differenzielle Stressresistenz, das setzt man ja immer beim Fasten ein, auch wenn man prophylaktisch fastet, ne, dass eben gesunde Zellen sehr stressresistent sind und kranke Zellen, inflammatorisch veränderte Zellen, tumorös veränderte Zellen haben eine wesentlich geringere Toleranz gegen Hypoxie. Sie sind richtig gestresst durch den Glukosemangel und wenn wir diese gestressten Zellen natürlich dann mit unserer oxidativen Therapie, mit der Chemotherapie traktieren, liegt es nahe, dass wir da auf jeden Fall bessere Ergebnisse haben. Nächste Chemotherapie ist die Albumin-Carrier-Therapie mit Methotrexat. Da geht es um Protein. Verbinden kann man das natürlich mit einer vegetarischen oder veganen Ernährung, um jetzt auch Fisch und Fleisch weniger anzubieten, Intervallfasten, Fasten. Die Albumin-Carrier-Therapie geht auf den Dr. Sinn zurück, der Ende der 90er Jahre im Deutschen Krebsforschungszentrum dazu geforscht hat mit seiner Arbeitsgruppe. Und der kam auf die Idee oder hat einfach beobachtet, dass Albumin verstärkt von Entzündungszellen, Tumorzellen aufgenommen wird. Ich werde Ihnen da noch ein paar Bilder zeigen. Und wenn man jetzt eine Substanz an Albumin koppelt, wie in dem Fall Methotrexat, dann wird das zunächst mal überhaupt in die Tumorregion gebracht und in den Tumor eingeschleust. Also Dr. Sinn hat diese Therapieform als Hochpräzisionschemotherapie bezeichnet. Albumin als trojanisches Pferd, das uns sozusagen dann die Chemotherapie in einer ganz kleinen Dosis in die Zielzelle, Tumorzelle bringt. Also eine ganz feine Sache von der Theorie her. Wir haben eine kovalente Bindung zwischen dem Albumin und dem Methotrexat. Das war auch jetzt lange Zeit, lange gebraucht, bis wir ein gutes MTX-HSA hingekriegt haben. Wir haben dann hier in Freiburg in der Rieselfeld-Apotheke, das ist eine der Apotheken, die das mittlerweile sehr, sehr gut herstellt. Das Problem war von einigen Apotheken, ich nenne jetzt keinen Namen, dass wir kein MTX-HSA hatten, sondern MTX und HSA. Also das war, die Bindung hat nicht funktioniert. Das heißt, die Leute haben die 100 Milligramm MTX gleich mal am Tag 1 reingeballert gekriegt und haben dann gesagt, naja, also ihre Therapie ist ja genauso schlecht verträglich wie so eine richtige Chemo und hatten auch recht damit. Also wichtig ist wirklich, dass da so sauber gearbeitet wird. Deswegen haben wir auch vor 3 Jahren die
Mitarbeiter von Dr. Sinn Gott sei Dank gewinnen können. Damals war der Michael Denk, werde ich auch gerade noch gleich noch zeigen, aus der Albumin Carrier Stiftung, da auch federführend dabei, dieses Know-how aus von vor 20 Jahren sozusagen rüberzuziehen. Und die haben dann mit der Freiburger Rieselfeld Apotheke das aufgelegt. Der große Vorteil an MTX-HSA ist, dass wir eine Halbwertszeit haben von insgesamt 19 Tagen. Das heißt, es ist so eine Art Dauertherapie. Wir können alle Zellteilungszyklen damit erreichen. Und eben der Vorteil auch, dass es selektiv in Tumorzellen oder entzündlich veränderten Zellen freigesetzt wird. Durch die Albumingabe haben wir natürlich noch so ein bisschen Nebeneffekte, die wir immer gut brauchen können. Viele Krebspatienten haben Ödem, am Perikarderguss, am Pleuraerguss, einfach auch aufgrund des Albuminmangels. Und Albumin darf natürlich nicht geben, weil der Tumor gleich alles aufbraucht und dann natürlich wieder einen Wachstumsreiz hat. Wenn ich aber natürlich das Albumin gebe als trojanisches Pferd und habe dann wieder gleich auch noch die Chemotherapie im Schlepptau, dann ist es natürlich eine elegante Sache. Dann hat der Patient Albumin und eben auch eine Chemotherapie. Das ist jetzt kein MTX-HSA, was ich Ihnen hier zeige. Das sind Bilder einer OP am offenen Gehirn. Und zwar hat man da Albumin mit einem Fluoreszenzfarbstoff gekoppelt. Also das ist gar keine Therapie, sondern nur praktisch die Möglichkeit, Tumorgewebe anzufärben, selektiv. Man sieht hier oben links den gesamten Tumor vor der Operation und sieht eben, dass drumherum kein Albumin aufgenommen wurde. Das heißt auch kein Fluoreszenzfarbstoff, der dann hier aufleuchtet. Wir haben oben rechts dann nach einer Stunde, Operation sieht man das praktisch schon, oder nach der ersten Resektion sieht man, dass da eben schon viel weniger Tumorgewebe da ist, nach der zweiten Resektion fast gar nichts mehr und nach der dritten Resektion sieht man überhaupt nichts mehr aufleuchten. Das heißt, die gesunden Zellen haben Albumin nicht aufgenommen. Und das ist eben die Aussage dieses Bildes. Man kann hier genau operieren, ist ja beim Gehirn auch nicht ganz unerheblich, dass man da nicht irgendwie nochmal einen Sulkus zu viel wegschneidet, der nachher dann wieder Probleme macht. Da möchte ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen, so wird Albumin, HSA heißt übrigens humanes Serum Albumin, MTX-HSA aufgenommen durch Endozytose. Das MTX ist sofort wirksam, wenn man MTX so gibt, zum Beispiel bei Rheumatiker, wird es in so eine Speicherform aufgebaut, in Polyglutamate. Das findet hier nicht statt, von daher ist es auch besser steuerbar. Und MTX hemmt einfach hier ein Schlüsselenzym der DNA- und RNA-Synthese, die Dehydrofolat-Reduktase und genau, was macht Methotrexat noch? Wir haben eine starke entzündungshemmende Wirkung von Methotrexat. Also nicht nur tumorzellwachstumshemmend, sondern auch entzündungshemmend. Es ist sehr stark antioxidativ wirksam. Es hemmt die proinflammatorischen Zytokine und hat dadurch eben sehr starken antiinflammatorischen Effekt. Das kann man gut nutzen, auch in der Tumorkrankheit, weil natürlich hier Entzündung und Krebs ist immer so, Entzündung ist immer ein Trigger für Krebs. Also wenn wir natürlich eine dauerhafte Entzündungshemmung haben durch MTX-HSA, kann das ein entscheidender Vorteil sein. Zusätzlich hemmt Methotrexat die Angiogenese, die Ausschüttung von Wachstumsfaktoren und eben die Umstrukturierung der Matrix und dadurch auch die Metastasierung. Rechts sehen wir nochmal ein Bild zu der, das ist ein Versuch bei einer Ratte mit rheumatoider Arthritis und man sieht, dass die arme Ratte auch wirklich das Albumin nur in ihren aufgeschwollenen Pfotengelenken da anreichert, also nicht irgendwo anders. Es geht wirklich nur in entzündlich verändertes Gewebe. Die Gabe ist ganz unkompliziert. Alle 2 bis 3 Wochen wegen der langen Halbwertszeit ist ausreichend, ist auch mal eine gute Therapie, um zum Beispiel jetzt so eine Urlaubszeit zu überbrücken. Wenn man jetzt Amygdalin macht oder irgendwas anderes, Kurkumin, Vitamin C und fährt mal 2, 3 Wochen in Urlaub, dann kann man auch mal sagen, okay, am letzten Tag kommt der Patient nochmal vorbei und man hat dann doch nochmal so eine Überbrückung.
Genau. Mittlerweile ist es so, dass sich gezeigt hat, dass man die 100 Milligramm eher auf 50 Milligramm reduziert und es etwas häufiger gibt. Aber die Gabe ist extrem unkompliziert. Man kann es zum Beispiel in Freiburg hier in der Rieselfeld Apotheke bestellen. Man hat dann eine halbe Stunde ungefähr Infusionszeit. Also das ist gut mit anderen Therapien auch kombinierbar. Mukositis als Nebenwirkung sehen wir schon. Also das ist durchaus so das Limitierende eigentlich. Leberenzymerhöhung, Hämatotoxizität haben wir jetzt noch nie gesehen. Also das ist jetzt nicht so im Vordergrund. Also durch diese kontinuierliche Abgabe, das ist ja praktisch wie wenn man in so einen Sack irgendein kleines Loch reinmacht, wird es dann über 3 Wochen abgegeben. Durch diese kontinuierliche Gabe ist es hervorragend verträglich. Das sind die beiden, die MTX-HSA lange Zeit vorangebracht haben. Die Petra Denk links hatte ein Astro 3 und Erstdiagnose vor 8 Jahren und ja, war damals bei dem Wolf-Peter Brockmann in Hamburg, der hat Kurkumin gemacht, Hyperthermie und eben MTX-HSA. Das war damals irgendwo gar nicht so wie heute. Also dass es überhaupt gewirkt hat, war irgendwie echt toll. Aber der Michael Denk hat das ausgegraben, der kannte den Dr. Sinn persönlich. Und dann war der irgendwie so davon überzeugt, dass das die Therapie ist, dass er dann alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, dass die Petra das bekommt. Und dann hat es auch noch wirklich super gut funktioniert. Petra ist heute gesund, war schon rezidivierend, also und es ist vollkommen verschwunden durch diese Therapie von Brockmann in Hamburg. Und das war für die beiden so toll, dass sie eben diese Albumin Carrier Stiftung gegründet haben. Heute ist es an ein Pharmaunternehmen übergeben worden, die auch die Arzneimittelzulassung im Moment anstreben. Pro und Contra, einfache Handhabung ist sicherlich ganz klar, kaum Nebenwirkungen, gut kombinierbar und vor allem, das ist für mich immer am wichtigsten, auch diese gute antiinflammatorische Wirkung. Contra, es ist ein bisschen schwächer, bei der IPT können wir uns alles aussuchen, welches chemotherapeutisch, kein Platin, kein 5-FU nehmen, Taxol, Vinorelbin, Gemcitabin, was auch immer. Hier haben wir nur in Anführungszeichen MTX, das, die Biologen haben ja dann schon auch gesteckt, sie waren dann so ein bisschen eigentlich traurig, dass sie sich dann damals für das MTX entschieden haben, weil es jetzt vielleicht nicht das Stärkste ist, aber es hat eben auch Vorteile. Es ist ein Add-on, 350 Euro, kann man jetzt drüber streiten, ob das teuer ist oder nicht, aber es ist eine gute Zusatzoption und wir sind ja froh um alles, was wir einfach dem Patienten noch anbieten können. Ganz kurz, es wird sicherlich auch im Rahmen der 3 Tage in anderer Form referiert worden sein, aber nur ganz kurz gestreift. B17, Artesonat, Kurkumin und Vitamin C. B17 machen wir sehr viel, wird sehr, sehr gut vertragen, wenn es gutes Material ist. Das ist Artesonat, indischer Beifuß. Ist eine sehr starke biologische Tumortherapie aus meiner Sicht, macht auch mal am ehesten Nebenwirkungen, also gerade im Bereich des Blutbilds. Und also das kann man jetzt, wird ja immer so propagiert, das auch mal so täglich zu geben. Also wir geben das eher 2-3 Mal die Woche. Diese Fenton-Reaktion, praktisch die Bildung von Sauerstoffradikalen in eisenhaltigen Zellen, das ist schon eine stärkere Therapie, also das ist schon so ein bisschen Chemo-Light aus meiner Sicht, aber wir sind froh, es zu haben, weil wir gerade bei schnell wachsenden Tumoren das gerne einsetzen. Und manchmal muss man halt mal reinkrätschen, ne? Da bringt es nichts, wenn man da ewig nur so ein bisschen sanft vor sich hin macht, dann muss man halt auch mal ein bisschen mehr Tox bringen. Und ja, also selektive Wirkung, zum Beispiel hier beim Versuch im Deutschen Krebsforschungszentrum wirklich nur die Tumorzellen, Brustkrebszellen in Zelltod geschickt wurden und eben nicht die gesunden Zellen. Hat auch einen antiangiogenetischen Effekt. Die Frage ist immer, muss man das Eisen vorneweg geben oder nicht? Also wir haben es früher viel mehr gemacht, ehrlich gesagt machen wir es weniger. Wir sehen aber nicht wirklich wenige Erfolge, weil Eisen ist ja immer so ein heikles Thema. Viele Patienten haben auch Angst davor. Wir geben sonst viel Eisen, aber eben nicht bei Krebs. Und da
muss ich sagen, nur wenn wirklich auch wirklich starke Müdigkeit da ist und Ferritin meinetwegen unter 30, 25 ist, geben wir Eisen, aber ansonsten eher nicht. Oft ist Ferritin durch die Entzündungsreaktion ja eher hoch. Gut, Kurkumin, auch allseits bekannt. Kurkuma hemmt NF-kappa-B, einen der Haupttrigger für Entzündung und Tumorzellwachstum. Kurkumin hemmt 94 der bisher bekannten 106 Signalübertragungswege des Tumors, also eine ganz breite Tumorbremse, Entzündungsbremse, und löst eben auch Apoptose in der Krebszelle aus. Was sehr, sehr wichtig ist, dass Kurkumin ein Synthesizer ist für eigentlich alles, ne? Für Chemotherapien, ganz wichtige Platinverbindungen, 5-FU, Taxol, Vinorelbingensepin werden alle verstärkt durch Kurkumin, auch die Bestrahlung wird verstärkt, auch die Wirkung der Hyperthermie wird verstärkt. Also das ist schon ein guter Begleiter. Und gleichzeitig kann Kurkumin auch die gesunden Zellen schützen durch die antioxidative Wirkung vor, also Kurkumin unterscheidet genauso wie Selen zwischen der Tumorzelle und der gesunden Zelle. Also das ist auch nochmal wichtig, weil sonst könnte man denken, antioxidativ, Chemotherapie passt nicht zusammen, aber man hat einfach wirklich gesehen, dass hier eine sensibilisierende Wirkung der Krebszelle ausgelöst wird und dadurch die Chemotherapie besser wirken kann. Vitamin C kennt jeder, trotzdem wir setzen, also ich habe es jetzt mal nur als Tumortherapie, als prooxidative hier beschrieben, nicht antioxidativ. Unserer Meinung nach fängt das zytotoxische prooxidative eigentlich erst so bei 30 Gramm so richtig an. Die Krebszelle ist porös, das heißt vermehrt tritt Vitamin C auch in die Krebszelle ein und kumuliert dort und kann eben auch durch das Fehlen der wichtigen Enzyme Superoxiddismutase und Katalase nicht mehr genügend entgiftet werden. Es entsteht Sauerstoffperoxid und das kann eben den Zelltod auslösen. Verstärkung von Chemotherapie und Bestrahlung, von Hyperthermie, Stimulation der natürlichen Killerzellen, die ja bei Krebs so wichtig sind, weil sie unspezifisch alle Krebszellen erreichen. Auch Stimulation des TH1-Schenkels. Wir haben in der Krebssituation eigentlich immer den TH2-Shift, was ein Riesenproblem ist, weil dieser alte, archaische TH1-Weg einfach gebraucht wird gegen Bakterien, gegen Viren, gegen Krebs. Und okay, Stimulation der natürlichen Killerzellen, die so wichtig sind, weil sie eben auch ohne Rezeptorkontakt unspezifisch Tumorzellen abtöten können. Wir brauchen viele Zellen, aber auch sehr aktive Zellen, natürliche Killerzellen in der Situation der Krebserkrankung und natürlich auch die TH1-Antwort. Bei Krebs gibt es immer einen TH2-Shift, das heißt, das Immunsystem steht auf der Bremse, diese wichtige TH1-Antwort gegen Bakterien, gegen Viren, gegen Krebs findet zu wenig statt und wird hier durch Kurkumin unterstützt. Wir haben auch wesentlich weniger Nebenwirkungen der Therapien, viel besseres Allgemeinbefinden, und von daher ist es natürlich der Klassiker für jeden eigentlich, auch in der 15 Gramm, auch 7,5 Gramm als antioxidative Therapie, aber durchaus wird es eben sehr gut auch aus unserer Sicht 30 Gramm vertragen, 45, 60 machen wir seltener, 45 schon eher mal. Ja genau, wir lesen ja immer wieder auch in den Befunden, gerade beim Kolonkarzinom, diese KRAS und BRAF-Mutationen, die gehen. Da wird nochmal über den Glut-1-Rezeptor deutlich mehr auch Vitamin C in die Zelle aufgenommen. Also die reagieren meiner Erfahrung nach, gerade die Pankreaskarzinome auch, die diese Mutation aufweisen, ausgesprochen gut auf Vitamin C in hohen Dosierungen. Hyperthermie, zunächst die lokale Tiefenhyperthermie, die kapazitative Hyperthermie oder Onkothermie, wie es die Firma für sich so nennt. Da geht es um den Unterschied auch wieder in der Tumorbiologie. Die Tumorzelle hat ein vermindertes Membranpotenzial, also nicht mehr diese klassischen minus 70 Millivolt, wie wir es alle in der Physiologie gelernt haben, sondern so vielleicht minus 30, minus 40, maximal 45 Millivolt. Das heißt, der knackige Apfel ist so ein bisschen schrumpeliger geworden und da ist weniger Spannung drauf. Und dadurch hat sich natürlich auch das ganze elektromagnetische Feld dieser Tumor-Mikro-Umgebung verändert.
und wir haben ein komplett anderes Resonanzverhalten. Also während gesundes Gewebe so bei 100 MHz ungefähr in Resonanz geht und sich erhitzt, geht das Tumorzellgewebe schon zwischen 10 und 16 MHz in Resonanz. Und der Dr. Sasch hat damals herausgefunden, dass eben bei 13,56 MHz einfach so ein Peak ist, wo wir besonders viele Tumorzellen auch zum Erhitzen bringen. Und von daher ist das Gerät, dieses Onkotherm-Gerät, das Sie hier sehen, eben so eingestellt. Wir haben es jetzt seit 5 Jahren, es ist unendlich teuer, dieses Gerät, und auch die Wartung ist unendlich teuer, aber wir haben schon gesehen, dass wirklich dadurch auch nochmal biologische Therapie deutlich besser ist, aber auch eben diese Low-Dose-Chemotherapien. Es ist ein moduliertes Feld, also die Wirkung entsteht gar nicht nur durch die Hitze alleine, sondern einfach dadurch, dass der Tumorknoten in einem Feld ist, aber auch natürlich durch die erhöhte Perfusion können also alle parallel verabreichten Therapien, wie jetzt, was weiß ich, B17, Artesonat und so weiter, verstärkt wirken. Es ist auch ein Sensitizer für die Strahlentherapie, immunstimulierend. Also hat viele Vorteile, wird für den Patienten auch als extrem angenehm empfunden. Wir haben jetzt so einen kleinen Trakt da geschaffen, wo die so ein bisschen Ruhe haben und ist eigentlich sehr angenehm. Also die Gegenelektrode sozusagen, oder die Elektrode ist das, wo man drauf liegt, und dann haben sie da unten so eine Matte praktisch als Elektrode, und zwischendrin sind dann die Tumorknoten und werden dann ins Feld, in elektrisches, elektromagnetisches Feld gebracht. Genau, das ist jetzt die Ganzkörperhyperthermie bei uns in der Praxis. Ja, der Satz kommt bei jedem Vortrag: gib mir die Macht, Fieber zu erzeugen und ich heile euch jede Krankheit. Galenus von Pergamon im 2. Jahrhundert nach Christus wusste er das schon. Und wir machen keine extreme Ganzkörperhyperthermie, da braucht man auch einen Anästhesisten dafür. 42 Grad, das ist uns zu heftig, aber auch schon bei 39,5 Grad entsteht schon teilweise eben Sauerstoffmangel im Tumorknoten, sodass auch da wieder andere Therapien verstärkt werden können, die Apoptose vermehrt ausgelöst wird. Außerdem haben wir ja das Phänomen, dass manche Tumorzellen überhaupt gar nicht mehr durch das Immunsystem erkannt werden, und sogenannte Hitzeschockproteine können sie dann wieder markieren und praktisch den Angriff des Immunsystems auf die Krebszelle wieder starten. Verstärkung von Chemotherapie, Bestrahlung und eben auch biologischen Therapien ist klar. Was auch noch ganz spannend ist, diese Ganzkörperhyperthermie macht so ein Reset. Das macht es ja auch bei der Depression zum Beispiel. Es gibt ja auch Studien, dass eine einzige Therapie einer Depression über 6 Monate bessere Ergebnisse bringt als Citalopram, weil einfach durch dieses Fieber, durch das Ausschwitzen hier nochmal wirklich auf den Knopf gedrückt wird und alles wieder von vorne anfängt. Und wir setzen es natürlich ein, auch in Serien, zum Beispiel alle 2 bis 3 Tage, um das Immunsystem zu stimulieren. Zirkulierende Tumorzellen, sogenannte personalisierte Krebstherapie, ist natürlich eine coole Sache, eine gute Idee. Wichtig ist mir nur, es gibt da auch Labore, die sich nur, ich will jetzt gar keinen Namen nennen, aber nur auf EpCAM zum Beispiel da konzentrieren und sagen dann, dass sie würden Tumorzellen finden, und die Anzahl der Tumorzellen lässt schon ahnen, dass es also viel zu viel sind. Und um praktisch diese Tumorzelle zu beschreiben, ist es denn wirklich eine, braucht es einfach ganz viele Marker. Stammzellmarker, zum Beispiel CD44, CD133 und so weiter, epitheliale Marker, Metastasierungsmarker, Endothelmarker. Also je mehr Informationen ich eigentlich über die Tumorzelle sammle, desto sicherer kann ich mir natürlich sein, dass ich auch wirklich eine Tumorzelle habe. EpCAM ist sehr unspezifisch, kann bei jeder Entzündung auch stattfinden. Klar, ich gebe 10-mal Vitamin C, nachher ist der Marker weiter unten, aber dem Patienten ist nicht geholfen damit. Also was man eben da auch machen kann, wenn man die Zellen, also die richtigen, gefunden hat, was ja eben da ganz wichtig ist, dass man auch eine Chemosensitivitätstestung macht und einfach guckt, welche gängigen Chemotherapien oder auch biologischen Therapien da auch drauf wirken. Viele Patienten wollen das, fordern es auch regelrecht ein, kann ich auch gut verstehen.
Auch da, wir diskutieren ja an der Stelle, wo wir die ganzen Infusionen herstellen oder auch gerade im Rahmen mit den Biologen bei MTX HSA, diskutieren wir oft auch mit Grundlagenwissenschaftlern, also Biochemiker, Biologen und so weiter. Und gerade die Tumorbiologen sind sich da manchmal gar nicht so sicher, ob die Zelle, die dann rausgeschickt wird in die Blutbahn, um zu metastasieren, wirklich so viel zu tun hat mit der Zelle im Tumorknoten. Das wissen wir nicht. Ich kann nur sagen, dass die Tumorknoten eben nicht nur, wie ich es am Anfang auch schon gesagt habe, aus Tumorzellen bestehen, sondern dass da viele Bindegewebszellen, Immunzellen auch. Das sind so praktisch ein Verbund aus diesen verschiedenen Zellen, wie so ein Dorf, die da miteinander eine neue Infrastruktur bilden. Und ob das dann immer so ist, dass der Stoff, der dort am besten anschlägt, wirklich auch den besten Therapieerfolg bringt, ich kann es nicht sagen. Wir gehen so vor, dass wir immer erstmal aus der Erfahrung raus handeln, durchaus auch aus der schulmedizinischen Erfahrung. Also wenn das Tumorboard Carboplatin-Taxol empfiehlt, dann mache ich erstmal eine IPT mit 20% Carbo, 20% Taxol. Und guck mal, wie weit wir damit kommen. Oder zum Beispiel beim Amygdalin ist es so, beim B17, dass das oft gar nicht so stark anzeigt in diesen Tests. Das liegt aber daran, dass jetzt Amygdalin nicht extrem toxisch ist, sondern eher so tumorstatisch und dann mit anderen, wie zum Beispiel Artesunat, Kurkumin, einfach doch eine sehr, sehr gute Wirkung hat. Und da habe ich manchmal schon fast den Eindruck, wenn der Patient dann sieht, Amygdalin 15%, dass der schon einfach durch diese negative Erwartungshaltung da eigentlich eher verunsichert wird. Also ich will es nicht schlecht reden, wir machen es auch relativ häufig, aber kostet ja auch 2000 Euro, kann man schon wieder mehr Therapie machen. Also man muss irgendwie immer gucken, wenn es der Patient will, ist es sicherlich keine schlechte Sache, aber es ist auch nicht alles. Definitiv nicht. TKTL1 Apo10 hat ja der Koi auch im Deutschen Krebsforschungszentrum dazu geforscht, auch schon vor längerer Zeit. TKTL1 ist eigentlich ein guter Marker, finde ich, wenn man ihn nicht als Tumormarker sieht, sondern als Biomarker. Eigentlich hauptsächlich dafür steht, dass eben Glucose vermehrt in die Zelle aufgenommen wird. Also praktisch diesen erhöhten, also TKTL1 ist ein Gen, das praktisch für ein Protein kodiert, das vermehrt Zucker in die Tumorzelle aufnimmt. Und im Prinzip ist es der Tumormarker oder der Biomarker zum PET-CT. Also alles, was im PET-CT orange aufleuchtet, wo mehr Zucker gebunden ist mit der radioaktiv markierten Substanz. Wenn wir das sehen, haben wir eigentlich auch ein TKTL1 meistens. Oder es sind Leute, es gibt es auch bei Gesunden oder vermeintlich Gesunden mit einer mitochondrialen Dysfunktion, dass einfach Menschen sind, die wahnsinnig viel Zucker aufnehmen. Die haben dann auch ein höheres TKTL1. Also die Hauptaussage des TKTL1 ist eigentlich der Verlauf, weniger so die erste Messung. Aber wir nehmen es trotzdem häufiger, um einfach zu sehen, ob wir noch richtig sind, ob eine Stabilität da ist. Und da ist für uns auch nochmal ein Argument für DCA und Proclasterprokain, um diese Säureschutzmanteltheorie sozusagen dann nochmal aufzugreifen, dass wir überhaupt mit unseren Therapien an den Tumor drankommen und in den Tumor reinkommen. Weil das hat der Koi ganz klar gezeigt, dass wenn TKTL1 hoch ist, wirken die Chemos nicht mehr. Und auch das Immunsystem kommt eigentlich gar nicht mehr überhaupt da dran durch diesen Säureschutzmantel. Und die T-Lymphozyten werden eigentlich abgewiesen von Tumor. Also das machen die schon recht klug. Und wenn man dann eben durch entsprechende Ernährungsform, der Koi hat ja da auch eine ganze Industrie aufgebaut, aber eben kohlenhydratarme Kost, ketogene Kost, mal zumindest vorübergehend, kann man da doch nochmal deutlich besser, auch in Verbindung mit DCA und Proclasterprokain, behandeln. Apo10 ist ein Marker praktisch für eine Apoptosestörung. Das ist jetzt eher so ein Wachstums, das kann auch mal bei einem Polypen hoch sein. Ne? Aber wir gucken die eigentlich immer so zusammen an, entwickeln sich häufig auch parallel. Und wenn eben Apo10 erhöht ist, dann ist der Tumor sozusagen von der Apoptose entkoppelt und einfach wächst dann nicht mehr, hat sich da praktisch den Kontrollmechanismen entzogen. Wir machen auch viel Tumormarker, machen wir seit 2 Jahren auch selber in der Praxis, sodass wir dann auch sofort nach 1,5 Stunden das Ergebnis haben. Das ist sehr, sehr schön, weil wir einfach dann
auch mal schlechtere Ergebnisse oder gute Ergebnisse natürlich dann direkt mit dem Patienten besprechen können und jetzt dann nicht nochmal anrufen müssen und ja, ist wieder gestiegen oder irgendwie sowas. Also das, ich halte viel von Tumormarker und wir machen die auch innerhalb der Norm. Also wenn sich zum Beispiel, es gibt ja viele Brustkrebspatientinnen zum Beispiel, die haben jetzt irgendwie einen CA 15-3 von 32, ne? Bis 35 normal, wird der Onkologe sagen, ja, ist normal, zeigt bei Ihnen nicht an. Wenn wir aber eine Therapie machen und sehen, der geht auf 17 runter oder auf 12, dann ist das nicht per Zufall so. Also wir können das dann, wenn wir das häufiger machen, da meine ich jetzt nicht jede Woche, haben wir auch schon gemacht, aber dann haben wir gemerkt, wir machen die Leute verrückt. Also wir machen es dann vielleicht einmal im Monat oder alle 6 Wochen. Aber wenn wir dann einfach sehen, ja, wir haben hier eine Stabilität, also gerade habe ich jetzt nur mit Amygdalin zum Beispiel, DCA, DMSO und Artesunat, eine Patientin, die haben wir am Anfang 4 Wochen am Stück behandelt. Die hat das gestartet mit dem, also Brustkrebs, ne, mit dem Marker von 127. Und im Moment stehen wir bei 27. Das heißt, wir sind, und das ist ein Vierteljahr später. Die Patientin wurde damals nach Hause geschickt zum Sterben. Also es ist wirklich so, hat die schulmedizinische Behandlung überhaupt nicht vertragen. Und wir sind mittlerweile so weit, dass wir nur noch alle 14 Tage behandeln. Ne? Und trotzdem sinkt er immer noch ein bisschen. Also das ist eine total stabile Situation. Die Patientin ist fit, steht jeden Morgen um 7 auf, putzt ihr Haus, ist knapp 80 Jahre alt und erfreut sich bester Gesundheit. Und mit so ein bisschen Therapie, also man braucht auch nicht immer die Chemotherapie, mit so ein bisschen Therapie, aber da haben wir jetzt bestimmt schon 10 Werte auch vom 15-3er und da brauche ich dann aber auch kein TKT1-Apo10 für 250 Euro. Ne? Da kostet der 15-3er, kostet glaube ich 16,80 und dann kann ich da natürlich irgendwo auch für günstiges Geld einfach gucken, wie das Follow-up ist. So. Dann noch kurz zur Regulationsmedizin. Jetzt bin ich operiert, habe Chemo gekriegt, Bestrahlung, reicht das? Aus unserer Sicht natürlich nicht. Wir fragen uns auch immer, was war vor der Erkrankung, was müssen wir machen, gibt es eine Toxinbelastung, gibt es andere Regulationsstörungen und so weiter und was kann der Patient selber tun. Das Fass kennt jeder Regulationsmediziner, ich will da nur schnell drüber weggehen. Aber es ist ganz, ganz wichtig, nicht nur wild um sich zu schießen gegen, also mit Toxizität gegen Tumorzellen, sondern auch die grundlegenden Regulationsstörungen wie Mangelzustände, wie Belastungen praktisch zu beseitigen. Die Entzündung ist hier auch noch nicht drin, aber die ist auch ganz wichtig. Also wenn ich eine TNF-Alpha-Erhöhung habe oder eine Interferon-Gamma-Erhöhung habe, dann habe ich einen permanenten Trigger für Krebs. Ne? Da muss man einfach dann auch wieder mit entsprechenden Substanzen, naturheilkundlichen Substanzen, löschen, ne? Die Entzündung löschen. Dann natürlich das Immunsystem bei Krebs extrem zentral. Das muss rekonstruiert werden. Der Tumor versucht, das Immunsystem zu versklaven regelrecht und zu hemmen, in den TH2-Schenkel reinzudrücken. Und da müssen wir immer wieder auch gucken, dass wir das Immunsystem aufbauen, die NK-Killerzellaktivität hochhalten. Mitochondrien ist natürlich eine zweischneidige Sache, weil ja, zur Not kann man auch mal die falschen Mitochondrien stimulieren. Vegetativum, klar, das neuraltherapeutische Thema, wenn einer komplett in der Starre drin ist, im Sympathikotonus, dann kann man dem auch für 10.000 Euro eine Therapie machen, sie wird an ihm vorbeilaufen. Also wenn man da nicht eingreift, bei uns haben die wirklich fast alle Prokain-Basen-Infusionen oder eben die Störfelder werden beseitigt. Und da muss natürlich das Vegetativum auch behandelt werden. Und eben die psychischen, energetischen Blockaden sind auch noch ganz wichtig. Also wie gesagt, wir sind jetzt keine reinen Freunde irgendeiner einseitigen Ernährung. Ketogene Kost muss man auch erstmal aushalten. Das kann man 2-3 Wochen machen, aber dann rennt einem schon der Partner davon so ungefähr. Also das ist wirklich schwer durchzuhalten. Spaß am Essen muss sein, man muss einfach gucken, dass man in eine andere Küche reinkommt, mediterran, arabisch, Südostasien, irgendwas, muss reich an Vitalstoffen sein, aber gut, da brauche ich Ihnen nichts zu erzählen. Milch, Zucker, Weizen sind die 3 Dinge, wo man sich schnellstmöglich an die Wand fahren kann, das wissen Sie auch. So, ich finde, also wir brauchen heute gar nicht mehr so lange für eine Ernährungsberatung. Die Leute wissen das eigentlich alles selber, es gibt die Ernährungsdocs und so weiter. Und wer sich vegan, vegetarisch ernähren will, ja, aus meiner Sicht muss es nicht unbedingt sein. Das ist halt meine Meinung. Ich würde es nur machen, wenn ich ein Prostatakarzinom hätte, weil da wirklich dieser Weg sehr, sehr stark über die Beta-Oxidation geht. Aber ansonsten
Ja, Bewegung sage ich jetzt auch nichts dazu, weiß auch jeder. Die Psyche haben Sie natürlich ganz stark auch im Fokus, wird uns immer wichtiger. Also das ist wirklich so, dass wir immer, also bei uns muss jeder irgendeine Form der Meditationstechnik erlernen, bringt wahnsinnig viel. Ich habe am Montag eine Patientin aufgenommen mit so einer Amygdala, das war, also, da habe ich gesagt, ich kann sie so nicht behandeln. Also wenn sie nicht da irgendwie, also natürlich haben wir sie mit Infusion jetzt auch ein bisschen runtergekriegt, aber wenn die nicht ein anderes Mindset kriegt, wenn die in der Angst drin bleibt, dann werden unsere Therapien ihr auch nicht helfen können. Bin ich ganz davon überzeugt, ob wir da tatsächlich jetzt in der palliativmedizinischen Situation noch den zugrunde liegenden psychischen Konflikt lösen können. Ich weiß es nicht, aber wichtig ist auf jeden Fall, dass man ein anderes Mindset bekommt, weil auch eben die Psyche ganz klar, Psychoneuroimmunologie kennt auch jeder, eben das Immunsystem beeinflusst. Und das ist für uns ganz klar spürbar im Alltag, dass da sehr viel geht. Ich habe eine junge Patientin mit einem Mammakarzinom, sogar hier aus der Gegend, aus dem Elsass, die schafft es seit 2 Jahren nur mit Meditationstechniken und ein bisschen Detox bei mir, bei einer sehr starken Quecksilberbelastung allerdings, schafft es, ihren Tumor stabil zu halten. Die hat bei mir gar keine Krebstherapie. Das ist wirklich verrückt. Die geht dann immer in die Uniklinik Freiburg und die sagen, naja, keine Ahnung, was der Gassmann macht, aber sollen wir es mal weitermachen. Ne? Aber im Prinzip ist diejenige, die nur durch ein wirklich intensives Arbeiten von 2 bis 3 Stunden total fokussiert mit ihren eigenen Methoden, die hat einen ganz eigenen spirituellen Weg gefunden, eine Lungen- und Lebermetastasierung beim Mammakarzinom stabil hält. Also das ist wirklich toll, die war heute da. Ich habe wirklich gesagt, wir haben so viel von ihr gelernt, eigentlich auch über das Thema Meditation und diesen Weg. Das war also wirklich für uns auch sehr ergreifend. Das Ganze geht jetzt schon lange. Also die haben wir, glaube ich, schon 2 Jahre, die Patientin. Und Dankbarkeit ist ein ganz wichtiges Stichwort für mich, das primäre Antidot gegen Angst. Also wirklich, kann sich ja gar nicht vorstellen, wofür man alles dankbar sein kann, auch als Krebspatient. Und es hilft den Leuten eigentlich sehr gut, auch so ein Tagebuch zu führen. Annahme, Vergebung, Eckhart Tolle, wie auch immer, Joe Dispenza oder eben natürlich auch ganz andere Methoden aus ihrer Gruppe. Wunderbar, ganz, ganz wichtig, ohne das geht's nicht. Und auch die ganze biologische Medizin. Wir sind jetzt schon eher für den Bio-Anteil da, dieser biopsychosozialen Krankheit, aber deswegen ist natürlich auch eine Kooperation sehr schön, wenn die Leute dann da nochmal Spezialisten haben, die den zugrunde liegenden Konflikt mit anderen Methoden, ob das jetzt eben Psychokinesiologie oder was auch immer, da gibt es ja natürlich auch wieder sehr, sehr wirksame Verfahren, die dann da nochmal ergänzend zu dem, was wir jetzt eher aus der Bio-Ecke oder schon in Richtung Schulmedizin angelehnt mit Chemotherapie, da sehe ich also sehr, sehr große Synergieeffekte. Genau, dann sind wir, glaube ich, am Ende. Genau, hier das schöne Münstertal. Wenn Sie da sind, kommen Sie uns besuchen, kriegen Sie auch einen Kaffee. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wichtig ist mir noch, wer behandelt eigentlich die Therapeuten. Achten Sie auf sich, gerade in diesem Feld, wo wir mit Menschen zu tun haben, auch glaube ich gerade im Bereich der Psychokinesiologie, man lädt sich einiges auf die Festplatte von den Patienten und kümmert sich immer um die anderen und kümmern Sie sich um sich selber, lehren Sie Ihr Fass und auch da gibt es immer viel zu tun. Wir gucken immer gerne auf die anderen, aber nachher sind wir dann selber krank, weil wir uns so viel gekümmert haben. Also vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald.